Und jetzt bräuchten wir unbedingt einmal das hier. Essen wäre am Start. Und unbedingt, oh, da kommt da schon der aktive Spritzer, Montana Black, 88. Und was wir noch bräuchten, wäre ein besseres Schwert. Oh, fuck. Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute mal Useless Yeezys, okay? Heute mal, liebe Freunde, wieder mal eine Runde Bad Wars nach einer etwas längeren Zeit, würde ich mal behaupten. Aber, liebe Freunde, ich bin nicht ganz ohne Grund bei Bad Wars unterwegs, denn ich habe einen ganz speziellen Glitch. Nein, ich nenne es einfach mal Versteck zu zeigen. Es ist kein Glitch, es ist auch kein Bug, es ist einfach ein Versteck. Und das ist relativ unbekannt, wie ich finde. Ich kannte es zumindest nicht, bis mir das ein Zuschauer zugesendet hat. Dankeschön an Marc an dieser Stelle. Und wir werden uns das Ganze mal anschauen, wenn die richtige Minute geschlagen ist. Denn ich will mich da ehrlich gesagt ungern direkt zu Anfang vercampen. Denn es braucht schon etwas Vorbereitungszeit, nenne ich das Ganze mal, um da jetzt hinzukommen. Und das ist eigentlich enorm praktisch, würde ich einfach mal behaupten, wenn man, keine Ahnung, gerade mal kacken muss oder was weiß ich, warum man eine Runde Bad Wars abbrechen muss. Aber jedenfalls ist es dann ziemlich praktisch und deshalb wollte ich es euch einfach mal gezeigt haben. Ja, und wir werden uns das gleich einfach mal anschauen. Also wir haben hier schon mal etwas Eisen. Das übliche Starter-Schwitzer-Paket in Skywars ist auf jeden Fall natürlich Pflicht. So, das haben wir dann auch. Perfekt, tipptopp. So, jetzt holen wir uns nochmal Bronze, bauen unser Bett ganz flott ein und dann würde ich mal sagen, können wir einfach mal rüberrennen. So, perfekt. Dann würde ich sagen, let's go, wir fangen an, uns mal das ein oder andere Bett zu holen, zu schnappen, zu nehmen. Whatever. Natürlich am Fastbridgen hier, wie man mich auch kennt, seht ihr diesen fantastischen Fastbridge-Skill. Das kann nicht jeder, liebe Freunde. Da habe ich schon 2 Jahre Berufserfahrung drin gesammelt, damit ich so schnell Fastbridgen kann. Ich möchte ja ungern angeben und der Typ wird sich jetzt eh einen Knockback-Stick kaufen. Oh nö! Lassen wir mal. Was war das denn für ein Move? Lol, der ist einfach da. Der ist daneben geflogen. Er hat die Insel nicht getroffen. Ist der retarded? Okay, kann man mal machen, muss man aber nicht. So, wir kaufen uns nochmal ganz schnell Kisten um das Bett jetzt. So, wir werden jetzt aber ganz schnell einfach nochmal nach oben klettern, denn dort haben wir schon einen Weg und in diesem Weg können wir dann zum netten Nachbarn rüberkommen, der unser Bett komischerweise verfehlt hat, beziehungsweise unser Haus verfehlt hat. Das ist auch eine Leistung, muss ich sagen, die nicht jeder schafft. Ja, Useless Yeezys, du bist auf jeden Fall ein krasser G. Um dich mache ich mir doch keine Sorgen. Yo! Alter, ist ein... Tuck it. Okay, ich bräuchte auch eine Angel. Das wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt gewesen, wenn ich eine Angel gehabt hätte. Ja. Er möchte mich jetzt hier runter droppen. Okay. XX Bad Wars Spieler HD ist auf jeden Fall am Start, der die Combo seines Lebens kassiert. Haha, damn, Motherfucker. Es wäre noch schlauer gewesen, wenn ich mir jetzt Cobwebs gekauft hätte. Aber das ist jetzt auch egal. Nein! Mann, Alter, wenn der mich jetzt bekommt, dann werde ich aggressiv. Oh, fuck. Es ist aber eine spannende Runde, muss ich sagen. Irgendwo ist es ja auch spannend. Irgendwo aber auch nur. Und der kommt jetzt, glaube ich, langsam rüber. Also, flott, hinne. Sieht der Typ das instant, von daher, es hat gar keinen Sinn, das jetzt zu machen. Sondern jetzt... Oh, fuck. Fuck. Die anderen haben natürlich schon Bogen, das habe ich irgendwie ganz außer Acht gelassen. Okay, der kommt, scheiße. Habe ich gesehen? Hä? Was? Der macht irgendwie immer Suizidsprünge. Ist der irgendwie komisch drauf? Oder vielleicht mag der es ja auch irgendwie zu sterben. Aber jetzt reicht's mal langsam, muss ich leider sagen, Kollege. Einmal ist okay, zweimal. Aber so langsam ist ja mal genug hier, ne? Ja, okay, den bekommen wir. Perfekt. Hä, der trifft mich gar nicht. Yeah. Perfekt. So, nein. Knockback-Stick bringt dir jetzt gar nichts. Oh, fuck. Wie viele Schwerter hat der denn, Alter? Der hat sich locker so ein 10.000 Starterpaket, Schwerterkit gemacht. Okay,
Okay, ist er runtergeflogen. Ich hätte mir tatsächlich... Moment, kann ich denn hier... Da ist noch ein anderer. Perfekt, da muss ich hier gar nichts machen. Dann baue ich mich ganz kurz hier nur ein. Und werde mal in der Zwischenzeit das andere Bett versuchen, irgendwie abzubauen. Ist hier überhaupt auch ein Bett? Nein, egal. Dann haben wir zumindest Eisen. Wir könnten uns aber auch rein theoretisch rüberporten, ne? Stimmt, wir porten es einfach mal rüber und dann zeige ich euch das Versteck. So. Ich hätte mir auch ein besseres Schwert kaufen sollen. Fuck. Nein, jetzt fickt er mich richtig in den Arsch, weil jetzt wird er da ein Spinnnetz platzieren, wo ich spawne. Oh, hä? Retard. Okay, wie auch immer ich das geschafft habe, da rauszukommen, es war auf jeden Fall eine starke Leistung. So, und jetzt hier. Bam! Haha, man! Sauber, hätte ich nicht mitgerechnet. Geil! Ich muss jetzt mal auf das Toilettchen, ne? Dann, liebe Freunde, gibt es einen Ausweg. Und zwar hier, hinter der Insel. Ich weiß. Ich weiß gar nicht, kennt ihr dieses geheime Secret? Dieses geheime Versteck? Falls ja, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Ich persönlich kannte es auf keinen Fall. Ich habe es, wie gesagt, aus Zufall von einem Zuschauer erfahren. Cool auf jeden Fall, dass er mir das verraten hat. Und deshalb dachte ich mir auf jeden Fall, ich kann euch das Ganze auch mal präsentieren. Und deshalb, liebe Freunde, werde ich euch stolz das Versteck zeigen. So, wir bräuchten aber nochmal ganz schnell eine Angel. Genau, Angel haben wir hier. Perfekt. Und dann passt das, denke ich mal, auch fürs Erste. So, das packen wir dann immer hier rein. Und dann sollte es auch mal genügen für Unstuff. Also Leute, wenn wir theoretisch gerade schlecht dabei sind und aus welchen Gründen auch immer mal AFK müssen, warum auch immer, wie gesagt, ne, sei jetzt einfach mal dahingestellt, dann kann man hier hinter diese Insel gehen und wir werden relativ schnell sehen, es gibt nämlich hier so ein kleines Versteck, wo steht Map Build by, ja, vernetzt und Sir Universe und das hier ist, wie gesagt, ein Versteck. Das kennen wirklich sehr, sehr selten Leute. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier drin bin, oder wurde ein Bett abgebaut, wenn ich jetzt hier drin bin und gleich da rausgeploppt komme, dann wird er vielleicht gar nicht damit rechnen. Deshalb, ich warte hier erstmal hinter dieser Ecke und schau mal, ob der vielleicht... Vielleicht kann es ja auch sein, dass er aus Neugier diesen Weg suchen wird. Was macht er da? Er ist einfach nur auf diesem... auf meinem Haus. Jetzt geht er vorbei. Und jetzt wird er, glaube ich, mal langsam neugierig. Nein, das baust du nicht ab. Was geht denn da ab? Nein! Alter, der hat kein Herz mehr. Jetzt muss ich da drauf. Jawohl! Jawohl! Bam, Alter! Weg mit dir! Okay, das Bett ist jetzt nämlich auch weg von dem Kollegen und deshalb... es wird immer spannender. Also das ist das Secret. Leute, ich kannte es nicht. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr das Ganze kanntet. Und was wir noch bräuchten, wäre ein besseres Schwert. Oh, fuck, 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 fuck. Der wird mich so kaputt drapen. Yo, ich bin einfach zwei. Der hat locker sein ganzes Leben in Bad Wars gesuchtet. Sodass er jetzt endlich alle kaputt zu wenden kann. Weißt du was? Ist mir egal. Ich werde einfach abhauen und mich dann hier verstecken. So, mal gucken, ob er mich findet. Mal hoffen, er findet mich nicht. Ich verstecke mich jetzt einfach mal hier. Er wird es eh kennen, oder? Er hat mich gehört, glaube ich. Der hat einen Kompass oder so. Wo macht er da? Ich glaube, er sieht mich tatsächlich nicht. Sieht er, Leute? Die meisten Leute rechnen einfach nicht damit. Er denkt sich, hä? Wo ist denn der jetzt hin? In so einer kurzen Zeit einfach weg? Nee. Kollege, nicht mit mir, ne? Ich hätte jetzt eh keine andere Wahl, also ich musste so gesehen wegrennen, weil sonst wäre ich eh gestorben. Wahrscheinlich spectatet mich jetzt gleich jemand und, von seinen Kumpels aus dem HD-LPA, Bad Wars Clan LPA, XD-HD und sagt dann, dass ich hier bin, von daher, es wird nicht lange anhalten, außerdem ist es dumm, sich jetzt hier sinnlos zu verschwenden, da stelle ich mich lieber und ja, dann lasse ich mich lieber töten. Ja, und er baut einfach den Villager zu. Geiler Typ. Echt geiler Typ, so. Klasse Kerl, der Typ. Not. Yeah.
Ja, liebe Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, Däumchen nach oben würde mich freuen. Dann kommt auch vielleicht mal wieder mehr Bad Wars. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dann und ciao.